Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge Nummer 37 von Oxygen Not Included. Ja, hier das Wasser wollen wir ein bisschen umgestalten. Hier unten soll die Oxyfarm hin wegen dem Sauerstoff. Das war der letzte Plan, den wir hatten. Ja, und dann ja, wollen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen, ne? Nach dem Intro gucken wir mal feiner rein, ne? Alles klar, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir wollten hier, also das haben wir schon ein unrechenbarer Ort. Okay, warum das hier? Der ist schon auf 9. Warum geht da keiner hin und macht das? Gute Frage, ne? Da gestaltet sich gerade etwas schwierig hier. Warum kann da keiner hin? Hier kann man lang gehen, da kann man lang gehen, da kann man lang gehen. Aber man kann hier nicht rüberspringen dann. Graben. Wir können definitiv auch das weggraben und das geht ja auch da auf der Seite. Und wir können natürlich jetzt gerade mal die Prio der beiden Teile hier auf 9 setzen, aber da kommt ja Nisbet schon und macht das oder was? Ach, die macht die Treppe heile. Dann müsste das ja jetzt auch fertig werden, oder? Ja, geht. Okay, Nisbet ist in dem Wasser gewesen. Nicht so dolle, ist klar, aber wird schon werden, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Wasser hinkriegen, ne? Diese Farm, da muss noch die Leitung durch, ne? Okay, da wird abgebaut von Ellie, genau. Sanitär. Rohre, aber ach so, guck mal, jetzt ist schon fertig. Dann machen wir gerade das Wasseroverlay. Geht es denn da durch? Ja, es geht da durch, aber wir haben hier kein Wasser. Und hier geht das Wasser nicht rüber, dann kann es auch nicht da gefiltert werden. Das heißt, dieser Stein hier, der macht jetzt gerade nicht so viel Sinn, oder? Und ja, Prio ändern wir jetzt hier mal auf 9 für diese Pumpe. Damit wir die auch mal loswerden, oder? Weil hier werden wir nie Wasser hinkriegen, wenn dieser Filter kein schmutziges Wasser hier rauskriegt. Ah, jetzt wird aber auf jeden Fall gebaut. Hier unten auch schon. Hier geht es auch vorwärts. So, das heißt, ne, erstmal hier auswählen für, ne, schmutziges Wasser. Das nicht, sondern nur das. Das passt und das kriegt jetzt den Abbruchbefehl. Und der kann ruhig auch mit 9 gemacht werden. So, dann Flaschenentleerer ist klar, das sollte funktionieren. Diesen Raum können wir dann noch weiter anders nutzen, oder? Okay, wir machen hier jetzt definitiv einen Stein höher. Den Ziegel mal dahin. Das kann abgebrochen werden, das stimmt. Wir machen die Prio da auch anders. Mach die Prio da mal auf 9, damit er schneller wegkommt. Ist hier schon was passiert? Ja, diese zwei sind da weg. Dadurch ist das Wasser vielleicht ein bisschen niedriger geworden, aber so richtig auch noch nicht, ne? Ah, da kriegt Lindsay kalte Füße, nasse Füße, weil sie da unten rein muss. Können wir hier nicht das abreißen? Ich glaube eigentlich schon, oder? Da kommen noch zwei, die das abreißen. Forschung ist abgeschlossen. Okay, warte mal. Wenn, dann machen wir aber hier noch mal gerade auf 7 das Aufräumen. Okay, da kommt man hin. Ja, kommt man hin, dann nimmt man das mit, ne? Ist noch nicht alles weg, aber wird gleich weg sein. Ach, sie hat eine Maske auf, ne? Aber alle haben nicht eine Maske auf. Das ist auch komisch. Wo macht sie jetzt? Was macht Nisbet? Ach, die baut die Leiter da unten weiter. Sehr interessant.
Okay. Hier wird auch eingeräumt. Alle haben keine Maske auf. Anzug liefern. Anfrage abbrechen? Nee. Und Anzug liefern machen wir da auch. Kein Gaseingang, okay. Dann gucken wir mal hier schnell. Komfortables Bett haben wir da, okay. Und hier haben wir Plastikziegel und Plastikleiter. Ist die Plastikleiter dann schneller? Ich will es hoffen. Und wir hatten keinen Gaseingang. Ne, Sauerstoff war das nicht. Lüftung war das. Kein Gaseingang. Ach so. Okay. Gasfilter, Gasleitung. Wo sind wir jetzt hier? Da. Okay, ich sehe gerade, ich habe die so zusammengebastelt. Okay, der Sauerstoff kommt da rein. Passt schon. Aber dazwischen gibt es keine Leitungseingänge. Prio ändern. So wird's werden, ne? Jetzt haben wir dann da vielleicht auch ein paar Masken. Anzug liefern. Anzug liefern, ne? Okay. Hier machen wir das umgekehrt vielleicht mit den Toiletten, oder? Es ist hier noch kein Wasser, da ist noch kein Filter. Da oben gibt es Essen. Wir müssen überhaupt nicht essen. 26.000, das ist immer noch gut. Und Prio hier beim Abbauen ist ja, zu hoch. Machen wir auf 7, dann wird auch schneller abgebaut wahrscheinlich. Sollten wir das aufmachen? Hält diese Wand? Irgendwie hat mir mal gesagt, das hält vielleicht nicht. Lass es erst so stehen. Aber ich glaube, nee, das war diese Wand, die dann einbricht. Diese Wände halten schon. Frankie macht jetzt hier erstmal den Abbau, oder? Wahrscheinlich an letzter Stelle zuerst, oder? Und das war's. Ja, wieder schlecht gelaufen, ne? Kannst du schon mal zerlegen auf 6. Muss ja sowieso tiefer da. Oder hier? Die essen gerade schick. Achso, Forschung war zu Ende. Gummi-Nahrungszubereiter. Brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade noch nicht. Fossile Brennstoffe waren Erdgas, Öl und Petroleum. Hier ist die Dampfturbine, Solarmodul und die Sauna. Okay. Förderschienenbelader. Okay. Rutschstange haben wir schon. Hier haben wir das Metallschmelze. Ja. Erzreiniger. Und hier haben wir einen Entsalzer. Haben wir, glaube ich, noch nicht so nötig. Flüssigkeitswärmer und Flüssigkeitskühler, also Wasserkühler. Wir haben noch kein Biom gefunden, ne? Wir müssten auch da mal tätig werden, glaube ich. Ja, ich glaube, wir gehen mal hier in diese Richtung, damit wir da hinkommen, ne? Das heißt, wir müssen das da bauen. Wunderbar. Forschung ist geklärt. Wir müssen aber schauen, dass wir hier mit der Wassergeschichte weiterkommen. So ganz toll ist das jetzt hier noch nicht, ne? Dieser Ziegel müsste wasserdurchlässig werden, oder? Oder auch nicht. Ja, schwierig. Die Pumpe pumpt ja. Das Wasser, das Schmutzige, kommt da auch rein. Hier müsste es weitergehen, ne?
Vielleicht hier nochmal die Leiter bauen. Damit da ausgehöhlt werden kann, oder? Die gehen schlafen. Stinky müsste arbeiten, weil er Nachtschicht macht. Stinky holt irgendwas. Erde. Braucht die Forschung Erde. Wahrscheinlich. Hier sind alle Masken drin. Hier fehlt es aber an Sauerstoff. Ist die Klimageschichte da fertig? Wo war der Lüftungsoverlay? Müsste eigentlich sein, ne? Ja, läuft überall rein. Aber hier sieht man, die Anzeige kommt langsam hoch. Da geht's dann, ne? Eigentlich müssten jetzt hier alle durch, ne, oder? Dann können wir hier unten eigentlich das ändern, dass die woanders langlaufen müssen. Aber wie müssen wir das ändern, dass die da woanders langlaufen? Gute Frage, ne? Eigentlich hier rein und dann, ja, das geht ja auch, ne? Die Toiletten müssen sowieso da weg. Die drei sind hier schon unterwegs. Er kommt jetzt hier wieder rein. Die machen auch hier lecker Schleim. Ach so, fällt mir gerade ein. Der Mordrak war es, glaube, der uns dann auch gesagt hat, dass wir mal zusehen, dass wir Schleim kriegen, ne? Weil die 900 Kilo, die wir da haben, nicht so das meiste sind, ne? Das heißt, wir können hier mal abbauen. Und hier können wir eigentlich auch abbauen, ne? Während wir die untere Schicht, die Prio auf 6 setzen werden. Da, wo das Zeug ist, ne? Können da auch noch zwei abbauen, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch auch noch. So. 200 Kilo, naja, viel ist das nicht. Ist hier auch noch Alge? Ja. Dann nehmen wir die Alge auch noch mit, ne? Hier ist da was Kontaminiertes? Nö. Das können wir dann auch freiräumen. Da ist übrigens auch noch hier Oxalit. Hier geht die Reise jetzt nach oben. Okay, da kann man nicht weiter. Das heißt, das muss auch freigeräumt werden. Die sind hier schön am schmutzige Luft wegmachen, ne? Algen gibt's, Schleim gibt's genug, aber den Schleim müssen wir auch umsetzen, fällt mir gerade so ein dann, ne? Haben wir irgendwo eine. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht Sauerstoff und. Ne, wo ist das? Sind da Stationen, ne? Stromregel, Supercomputer. Nee, ist es auch nicht. Veredelung war es. Algendistille. Wo fliegen die rum? Da oben. Würde die Distille eigentlich am besten hier irgendwo stehen. Was macht hier die Temperatur? Ne, hier sollen Räume hin. Dann würde die Stille ja am besten hier hinten stehen, wo es warm ist, oder? Ne, wo war es jetzt? Veredelung, Distille. Da, so ungefähr. Dafür müssen wir dann jetzt mal eine. Ist das hier richtig? 3, 6, 7, ja. Machen wir erstmal so. Und dann graben wir hier aus. So wird's werden, ne? Hoffe ich mal. Hier geht's ein bisschen voran. Wasser ist jetzt immer niedriger geworden. Ah, der große Klotz ist weg.
Ja. Dann bedeutet das, jetzt sollten wir hier das Wasser noch rausziehen. Grab mal hier unten noch was weg. Dann kann das da erst reinlaufen. Geerntet wird da. Wir haben genug zu essen. Das läuft erstmal. Ja. Eigentlich sieht es erstmal ganz prächtig hier aus, ne? Verschmutzte Erde muss dahin. Die sind da immer noch am Machen und Tun. Und wir wollen den Schleim in Alge umändern noch. Die Leiter ist fertig gebaut. Diese Leiter, ja, die ist noch von da oben. Ich weiß nicht, die lassen wir vielleicht noch. Vielleicht ändert sich da noch mal was. Können wir hier Graben machen und das wird weggegraben? Nee, kommt der nicht hin. Oder kommt der nicht hin, der das sein muss. Wir können aber hier definitiv den Ziegel zerlegen. Weil da kann man dann wieder runter. Und diese Etage ist ja sowieso verkehrt, ne? Richtig wäre hier. Okay. Müssen wir mal gucken. Hier ist einer zu viel, dass man darüber springen kann. Aber das ändere ich jetzt nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. So ein bisschen was haben wir gemacht. Toiletten haben wir noch nicht gebaut. Wie weit sieht es hier oben aus mit dem nächsten Raum? Okay, da ist jetzt die Treppe bis da oben hin gemacht. Ne, Graben war angesagt. Mach gerade hier noch frei. Vielleicht klappt das. Warte, dann muss da auch noch freigeschaufelt werden. Dann könnte man da vielleicht das aushöhlen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.